Herzlich willkommen zur 11. Übung mit GIMP. Jetzt möchte ich dir kurz einmal einen Einblick geben in das Manipulieren von politischen Fotos. Es gab immer wieder schon eine Geschichte. Wir sehen hier zum Beispiel zwei Fotos aus der russischen Geschichte, aus der Geschichte des Kommunismus. Hier in der Mitte siehst du Lenin, und dann siehst du seine Mitkämpfer aus der Zeit des Jahres 1897, und hier sieht man mehrere Leute, und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte des Kommunismus beschäftigt, dann wird einem auffallen, dass manche Leute dann in späteren Zeiten nicht mehr so beliebt waren, vor allem bei Stalin und bei Lenin. Und wenn man früher mit Lenin zu tun hatte, dann galt man als besonders bedeutsam in der kommunistischen Geschichte, und deswegen, wie hier in diesem Fall, an diesem Beispiel von Alexander Maltschenko, der wurde dann nicht mehr so gern gesehen in der Partei, und dann hat man auch dann die Fotos dann, wie man da unten sieht, dann insofern verändert, dass dann bestimmte Personen eben dann nicht mehr vorkommen, und die bestimmte Person durfte dann halt nicht mehr dann gemeinsam mit Lenin gezeigt werden. Hier dann ein Beispiel mit Stalin. Hier sieht man eben dann Stalin, hier hinten dann der spätere Außenminister Molotow und hier eben auch Nikolai Jeschow aus dem Jahr 1937, dieses Foto. Später fiel dieser Jeschow dann in Ungnade bei Stalin, und deswegen wurden auf allen Fotos dann, die öffentlich eben bekannt werden konnten, eben dann dieser Jeschow dann beseitigt, denn Stalin durfte sich ja niemals mit seinem Verräter jemals gezeigt haben. Nähere Infos zu solchen Bildmanipulationen in der Geschichte findet man bei dieser Webseite hier unter Rhetorik.ch, und da sieht man einige Beispiele, wie manipuliert wurde, wie etwas verändert wurde, wie verändert werden kann. Ich würde das empfehlen, das mal genauer anzuschauen. Wir werden jetzt aber hier dieses eine Bild dann nochmal nachbearbeiten und schauen, wie wir dann eine ähnliche Fälschung zustande bringen, wie es damals den Kommunisten gelungen ist. Nicht, weil es uns gut gefällt, was sie gemacht haben, sondern einfach zu sehen, um es besser zu verstehen, was da passiert. Wir haben also dieses Bild kopiert. Erstellen als Zwischenablage ist hier der richtige Weg. Ich vergrößere hier dieses Bild ein wenig. Man gilt also diesen Mann hier dann zu beseitigen. Eine Möglichkeit wäre jetzt hier zum Beispiel herzugehen mit der freien Auswahl, diesen Mann hier dann nochmal grob nachzuzeichnen. Schwierig ist es sicherlich hier vor allem bei dieser Person hier so herumzumalen, dass das später nicht ganz so klar wird, dass der hier mal beseitigt wurde. Jetzt hätte ich ein bisschen näher noch anzeichnen müssen. Es geht nur ungefähr, jetzt sind wir gerade beim Arm von Lenin, dass du ungefähr nachempfinden kannst, wie das ausschauen könnte. Jetzt fahre ich hier bei diesem Mann herum. Schließt sich der Kreis, ich drücke Enter. Habe jetzt hier also eine Möglichkeit, diesen Bereich dann zu übermalen. Und da könnte ich zum Beispiel hier dann das Klonen verwenden. Ich drücke wieder mit der Steuerungstaste in den Bereich und stelle jetzt hier zum Beispiel, es wird hier mal dieser Bereich dann nachgezeichnet, dieses Fenster dann, und somit wird der Hintergrund dann da angepasst. Der Vorteil von der Auswahl wiederum ist der, dass ich jetzt hier nicht aus Versehen in das Gesicht dieses sitzenden Mannes da male oder in das Bild von Lenin, und so kann ich den Hintergrund dann dementsprechend anpassen. Sehen werden wir ihn jetzt also nicht mehr. Wenn man noch etwas sich mehr spielen würde, dann könnte man hier zum Beispiel noch genau das so zeichnen. Oder man könnte zum Beispiel hergehen, ich will jetzt hier einen anderen Bereich aus, also machen wir mal Auswahl und alles, beziehungsweise gehe ich jetzt hier herein und kopiere mir diesen Bereich hier, rechte Maustaste bearbeiten, kopieren, dann wähle ich wieder alles aus. Auswahl alles und bearbeiten einfügen. Ich bekomme hier diesen Bereich, den ich vorhin ausgewählt habe, und schiebe hier her. Drücke woanders hin und habe das hier dann verlängert. Ich könnte hier noch einen kleineren Bereich mehr auswählen, damit ich das Ganze hier noch verlängern könnte. Wieder bearbeiten, kopieren. Ich wähle wieder alles aus und füge es dann wieder ein. Bearbeiten, einfügen. Ich kann jetzt diesen Bereich dann noch oben schieben und habe dann diese Leiste, die da heruntergeht, etwas genauer gezeichnet. Wie gesagt, hier könnte ich noch etwas genauer dann das nachzeichnen. Ja, wenn ich das jetzt hier wieder etwas verkleinere, dann fällt es nicht mehr ganz so stark auf, dass hier jemand war. Hier fällt es kaum auf. Dieser Bereich ist sicherlich noch etwas
sollte man noch etwas nachholen. Ja, ich kann das Ganze dann wieder speichern. Wieder mal im XCF-Format, also im GIMP-eigenen Format. 011 zum Beispiel. Bis gespeichert habe. Und dann natürlich wesentlich auch exportieren. Das nehme ich mir nicht GIF, sondern PNG. Suche mir hier PNG. PNG-Bild, klicke auf Exportieren. Habe hier das Kompressionsniveau wieder einzustellen. Ich bleibe bei 6. Dann wird hier von mir das minimiert. Hier ebenfalls minimiert. Und ich kann hier bei GIMP in den Ordner hineingehen und kann man das fertige Bild dann anschauen. Hier sieht man das. Schaut ganz vielversprechend aus. Den Herrn sieht man auf jeden Fall nicht mehr. Da müsste man, wie gesagt, noch etwas nacharbeiten.